Endless Legend sieht jetzt ganz, ganz anders aus. Ein neuer Startbildschirm. Dieses Motiv habt ihr noch gar nicht gesehen. Warum? Es ist das neue Add-on, das wir euch jetzt präsentieren können. Es heißt Shadows. Ein DLC-Add-on kostet knapp 13 Euro auf Steam. Und es liefert nicht nur, wie ihr hier seht, einen neuen Startbildschirm ein, sondern auch viele, viele andere Sachen. Eine neue Fraktion, ein Spionagesystem, unsichtbare Einheiten, Sabotage, das Plündern von Dörfern, von Wachtürmen und anderen Einrichtungen auf der Karte, Meuchelmorde kann man machen, Gegenspionage kann man betreiben und Helden können neue Fähigkeiten erwerben. Viele, viele Inhalte, die wir euch jetzt zu zweit präsentieren. Ich bin Writing Bull, ich bin auf meinem YouTube-Kanal spezialisiert auf PC-Strategiespiele und spiele leidenschaftlich gerne Endless Legend in einem Let's Play zusammen mit Nosferatiel, der auch jetzt hier dabei ist bei unserem Review von Shadows. Hallo. Moin, irgendjemand musste ja das Interface jedes Mal wieder neu erklären. Das stimmt, ohne ihn wäre ich glatt verloren, glaube ich. Diese neue Fraktion wollen wir uns gleich mal anschauen. Ich klicke mal auf Neues Spiel und hier kann man die jetzt auswählen. Diese neue Fraktion heißt, Achtung, nicht vergessen, es sind die Vergessenen. Und die ist deshalb so interessant, auch für die Vorstellung jetzt dieses neuen Add-ons, weil die spezialisiert sind auf all die vielen Features, die jetzt neu dazukommen mit dem Add-on und in ihnen konzentrieren sich quasi all die Qualitäten, die diese Erweiterung mit sich bringt. Man könnte auch ganz einfach sagen, das Spionagesystem wurde um diese Fraktion herum gebaut oder diese Fraktion um das neue Spionagesystem herum. Ihr seht, der freundliche Herr auf der rechten Seite, der Anführer dieser Fraktion der Vergessenen, der ist teilweise ein bisschen durchsichtig. Durch seine Ärmchen kann man durchgucken. Das kommt ja halt deshalb, weil er ein Meister der Tarnung und der Täuschung ist. Ich lese euch ganz kurz den Beschreibungstext vor. Dann erfahrt ihr schon mal etwas über die Hintergrundgeschichte dieser Fraktion. Die Vergessenen sind Meister der Täuschung, Infiltration und Sabotage. Und jetzt, da sie als eine der Hauptfraktionen Aurigas auf den Plan treten, wird nichts mehr sein wie zuvor. Angesichts dieser Meister der Spionage, die unter anderem Extraktoren plündern und Statthalter meucheln, müssen die Regeln aller Auseinandersetzungen neu geschrieben werden. Wie kommt denn diese Fraktion hier in die Spielwelt hinein? Was hat die für eine Geschichte? Ich denke mal, die Geschichte können wir den Leuten am besten mit dem Einführungsvideo zeigen. Immerhin zeigt es genau das und erklärt es, glaube ich, wesentlich schöner und auch visuell eindringlicher, als ich das jemals könnte. Sehr bescheiden, und das machen wir auch, nur ganz kurz zuvor mal durch die Spezialeinheiten dieser Fraktion geklickt. So sieht der Siedler aus. Siedler haben alle Fraktionen, aber die haben ein spezifisches Aussehen. Das in der Mitte sind die Assassinen, die seht ihr auch gleich zum Start. Das ist die Basiseinheit, die Infanterieeinheit, die man von Beginn an hat. Die Marodeure, Fernkampfeinheiten mit Armbrüsten, kann man auch relativ frühzeitig freischalten und dann noch als etwas stärkere Fraktion fliegende Einheiten, Nebel heißen die. Diese Fraktion nehmen wir. Wir spielen, damit das nicht allzu schnell, wir wollen keine komplette Partie spielen, wir geben euch nur einen kurzen Überblick auf einer kleinen Weltgröße und ich stelle mal rasch einige andere Fraktionen hier noch ein. Welche ist eigentlich fast schon egal. Und dann wollen wir mal loslegen. Und bitte sehr, das Einführungsvideo. Kommt nach einer kurzen Wartezeit. Und ihr seht auch hier, da versteckt sich unser Krieger hinter einem Baum. Eigentlich hat er es gar nicht notwendig, weil so gut kann er gar nicht gesehen werden. Naja, aber wie ich mir immer dann die Frage stelle, ist, wie die Broken Lords überhaupt letztendlich mit einem Dolch bekämpft werden sollen, mit dieser schweren Rüstung. Aber vielleicht kriegt er es ja hin, dazwischen zu stoßen mit diesem kleinen Dolchchen. Er kriegt das schon irgendwie. Das sind diese Geistwesen, genau, die hat man da rechts gesehen. Und hier ist der Film, den wir euch versprochen haben. We were banished by our kin. In fear and shame they turned their backs on us, closing the door. We survived on a world gone mad. By embracing the madness. Thus shadow and silence became our allies, and they made us strong. Now the time for payment of ancient debts has come. The price will be high, and we will be paid.
Diese Einheiten, die sehen schon recht cool aus, finde ich. Das Einführungsvideo, das war jetzt gerade auf Englisch. Gib doch mal netterweise auf Deutsch eine kurze Zusammenfassung dieser Hintergrundgeschichte. Letztendlich ist es schon wieder eine Fraktion, die von den Walters abstammt. Das sind sozusagen die Ausgestoßenen von den Bunkerbewohnern, die der Wildnis überlassen wurden, in der harschen Welt Aurigas, bevor sie wirklich wieder erblüht ist. Und irgendwann die Walters leer viel später dann auch mal an die Oberfläche kriechen. Die waren hier die einzigen, oder mitunter die einzigen, die an der Oberfläche die ganze Zeit verbringen mussten und haben dadurch einige wunderliche Fertigkeiten bekommen. Zum Beispiel, sich unsichtbar zu machen. Das führt natürlich dazu, dass das nicht so sonderlich die diplomatischste oder nennen wir es einfach mal an diese, ja, an die Gesellschaft angepassteste Fraktion ist. Im Gegenteil davon sind sie eigentlich eher diejenigen, die immer aus den Schatten auftauchen und doch lieber mit Dolchen sprechen. Und das werden wir auch sehr bald genauer darstellen, denke ich. Sympathische Zeitgenossen also, die man nicht leiden kann, wenn man gegen sie spielt, aber wenn man mit ihnen spielt, dann vielleicht wachsen die einem doch vielleicht ganz schnell ans Herz. Ihr seht, die schimmern auch ein bisschen, die Einheiten, weil die halt von den anderen Fraktionen nicht so gut erkannt werden können. Das wird dadurch ein bisschen symbolisiert. Schauen wir uns doch mal zum Start weg die Einheiten an. Dann sehen wir gleich einige der Boni. Dafür hier oben einen Blick rein in den Armeen-Button. Hier rein. Das war doch der richtige Button. Wir haben noch keine Stadt gegründet, deshalb sehen wir bislang nur die Assassinen. Ja. Und wir haben noch nicht weitere freigeschaltet. Das sind die Assassinen, schauen wir uns die mal beispielhaft an. Und hier sehen wir gleich einige der Spezialfähigkeiten, die haben. Zum Beispiel Heimlichkeit, was bringt das? Nun, letztendlich bringt es genau das, was es heißt. Alle Einheiten einer Armee, die Heimlichkeit haben, sind unsichtbar auf allen Kacheln. Also kein Gegner kann sie finden, außer er hat eine spezielle Ausrüstung, die ihm genau das Gegenteil erlaubt. Wachtürme zum Beispiel können jetzt auch solche Einheiten sehen. Sie haben damit jetzt auch mehr Sinn erlangt. Das heißt, diese Fraktion mit diesen Einheiten kann also auch in sehr kleinen Trupps noch relativ lange durch die Spielkarte laufen, ohne Gefahr zu laufen von Feindeinheiten, also von beispielsweise von irgendwelchen einheimischen Trupps überfallen und auseinandergenommen zu werden. Das heißt, man kann die Karte besser erkunden. Selbst wenn dein Feind seine Grenzen geschlossen hält, kannst du mit diesen Trupps, wenn er dich nicht sieht, immer noch durchlaufen. Des Weiteren, sehr schnell, fix unterwegs im Kampf. Ein Bewegungspunkt mehr. Akimbo, was bedeutet das denn? Klingt wie ein japanisches Manga. Nun, diese Einheiten sind ja nicht nur darauf aus, möglichst, nennen wir es mal, heimlich vorzugehen, sondern wenn sie aus dem Schatten zu kommen, dann auch möglichst hart zuzuschlagen. Und aus irgendeinem Grund hat sich diese Fraktion dann gedacht, warum nur eine Waffe? Schilde sind doch irgendwas für Loser. Dementsprechend können alle Einheiten dieser Fraktion immer zwei Einhandwaffen gleichzeitig benutzen, was ihren Schaden dementsprechend auch erhöht. Genau, wenn sie durchkommen durch die gegnerische Defensive, können sie besonders gut austeilen. Wie ist das mit den Boni? Können die also beispielsweise zwei unterschiedliche Einhandwaffen benutzen? Das eine, also zum Beispiel zwei unterschiedliche Schwerttypen und damit verschiedene Boni kombinieren? Guck einfach mal. Wollen wir uns mal anschauen. Das hier ist Rang 1, dieses Schwert hier beispielsweise. Jetzt versuche ich mal testweise, dem hier ein anderes zuzufügen. Das ist eine Zweihandwaffe, aber hiermit beispielsweise eine Axt. Und es funktioniert tatsächlich. Und das heißt auch, wenn wir die zum Beispiel unterschiedlich aufleveln, mit irgendwelchen Spezialdingen, irgendwelchen magischen Spezialfähigkeiten dieser Waffen ausrüsten, das sind unterschiedliche, dass die dann auch entsprechend mehrere Boni gleichzeitig nutzen können. Du musst nur dran denken, dass jede einzelne Waffe nur 50% der normalen Boni gibt. Aber natürlich sind solche, sagen wir mal, Zusatzdinge wie Fernkampfschlechter dann voll aktiv. Das sind diese Dinge, wo man hier beispielsweise, wo man einen Schadensbonus erhält. Akrobat. Nun, das Schöne daran ist, wenn man normalerweise, nennen wir es einfach mal einen Schildwall aus, wie bei unserem Let's Play, Hinternkratzern zusammenbaut, ist das gegen die hier ziemlich sinnlos. Die kommen überall durch. Ja. Das ist halt, die leveln mir jetzt auch mal ein bisschen auf, damit die entsprechend fit sind und geben denen noch die derzeit
bestmöglich verfügbare Ausstattung. Und übernehmen das. Jetzt haben wir den einen Einheitentyp fertiggestellt. Es ist natürlich, jetzt würden wir uns natürlich sehr gerne auch die anderen Einheitentypen anschauen. Aber lasst sie erstmal eine Stadt gründen und mal Ausschau danach halten, wo hier ein guter Platz dafür wäre. Eine Sache fällt allerdings sofort auf. Da fehlt doch was auf der Karte. Ich habe die Ressourcen-Icons gerade aktiviert und da fehlt doch was. Nahrung ist da, Produktion ist da. Was ist denn mit den Wissenschaftspunkten? Ja, diese nette kleine Spionagefraktion, die wir jetzt gerade spielen, hat sich irgendwann mal gedacht, warum sollen wir denn selbst forschen? Wozu haben wir denn unsere Feinde für? Unsere Fraktion kriegt auf zwei verschiedene Arten ihre Forschungsergebnisse. Entweder klaut sie sofort oder zahlt irgendwie einen gewissen Obolus an das, dafür eine Forschung sofort zu erhalten. Ihr seht das hier bei diesem verzauberten Wald, wo ich gerade mit dem Cursor bin. Eigentlich würde der einen Wissenschaftspunkt bringen, aber mit dieser Fraktion null. Zwei Wege, darüber hast du gerade gesprochen, wie man an Technologien rankommt, aber vielleicht gründen wir erstmal eine Stadt und vielleicht gerade, wir machen ja kein vollständiges Let's Play, vielleicht gerade dort, wo wir gerade schon sind oder vielleicht hier, da ist ein Boni. Ja, ich würde dahin gehen, wo du jetzt gerade hinzeigst. Da gibt's schon viele Sachen. Es gibt nur leider keinen Dust. Aber mit so viel, nennen wir es mal, Industrie und Food, können wir sowieso bald expandieren. Bauen wir hier. Da ist ein Riesenbaum direkt daneben. Und hier seht ihr auch mal die typische Stadtgrafik hier. Ein Blick da rein. Und hier können wir den Assassinen auch gleich mal in Auftrag geben. Jetzt wollen wir uns aber anschauen, wie wir diese anderen Einheitentypen freischalten können. Beispielsweise einen Blick in den Technologiebildschirm, den gibt es weiterhin. Obwohl man keine normale Forschung betreiben kann, gibt es ihn trotzdem, allein schon deshalb, um die Technologien zu verwalten, aber auch um einzelne freizuschalten. Beispiel, wie kann ich diesen Marodeur und die damit verbundene gleichnamige Technologie freischalten? Wie du siehst, sind die Forschungskosten bei dieser Fraktion plötzlich in Dust formuliert. Das sieht man auch am oberen Rand von der Technologie und du kannst jetzt einfach rechts unten hinklicken, wo du die entsprechende Technologie bezahlst und sie sofort bekommst, ohne Forschungszeit. Mache ich jetzt mal. Ist anfangs relativ preiswert. Zack, ist schon da. Und jetzt wollen wir uns auch diese Einheit gleich mal anschauen. Den Marodeur, den wir da freigeschaltet haben. Auch wieder ein Klick in die Militärverwaltung. Marodeur. Und mal schauen, wie der aussieht. Das ist der. Hat ebenfalls ähnliche Eigenschaften. Auch Heimlichkeit und auch Akimbo. Und außerdem noch das Zeichen des Raubtieres. Ja. Du kannst damit Gegner markieren und zusätzlichen Schaden an diesem markierten Gegner erzeugen. Und auch hier rüsten wir den mal mit dem, der hat ja schon mal eine ganz gute Waffe, geben wir ihm noch diverse andere Ausrüstung dazu. Und das war's. Ja, was du vielleicht auch gesehen haben wirst, sie haben inzwischen die Stärke von den Medaillons, die Bewegungskraft erhöhen, vermindert, weil jeder am Anfang immer alles mit dem Medaillon ausgestattet hat. Erst ab Stufe 2 gibt es jetzt auch auf der Karte einen Bewegungsbonus von plus 1. Und nochmal raus. Und mit den anderen wollen wir jetzt hier ein bisschen Geländeerkundung betreiben. Jetzt ist unser der zieht eine schwarze Spur hinter sich, ein Bewegungsstreifen quasi. Und als Bauprojekt bauen wir im Augenblick einen Assassinen. Wir können auch einen Marodeur bauen, dann seht ihr den gleich schon mal, wie der aussieht. Wir haben nicht mehr viel Dust. Sollen wir uns noch eine zweite Technologie dazu kaufen? Hättest du da einen guten Tipp? Momentan noch nicht. Du kannst aber erstmal gucken, deine zweite Einheit kann sich noch bewegen und deine eine Einheit würde ich gerne mal gucken, ob sie schon eine bestimmte Aktion machen kann, weil du so schön neben einem Dorf stehst. Zieh ich mal hier. Achso, mit der anderen Einheit. Mit der anderen Einheit. Die steht hier neben dem Dorf. Guck mal kurz, ob du schon eine neue Nein, leider nicht, aber das gehört ja auch niemandem. Du könntest den jetzt angreifen, wenn du wolltest. Hätte ich aber gemacht, wenn der Held noch da steht. Und Ruinen zu erforschen hat sich auch nicht geändert. Jetzt hast du aber mehr Dust. Jetzt haben wir etwas mehr Dust und könnten das auch gleich wieder investieren, um noch ein bisschen an Technologien zu holen. Aber oder würdest du erstmal ansparen und warten?
Ich glaube, die Technologien mit ihnen hier solltest du dir dann holen, wenn du sie auch benutzen möchtest. Wir haben aber sowieso jetzt nicht vor, das so zu spielen, dass wir diese Partie gewinnen. Meine erste Aufgabe für dich wäre, finde eine andere Fraktion um jeden Preis, so schnell wie möglich. Da wollen wir mal ganz schnell ein bisschen durchklicken und mit diesen Einheiten hier auf Suche gehen. Und jetzt, Überraschung, haben wir einen kleinen Sprung gemacht, denn wir haben festgestellt, dass wir auf der anderen Karte, die wir da gestartet hatten in dieser Partie, lange in alle Richtungen gelaufen sind, ohne irgendjemand zu treffen. Und das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein mit einer Spionagefraktion, wenn es niemanden gibt, den man ausspionieren könnte. Jetzt haben wir eine andere Partie gestartet auf einer kleinen Karte mit vielen Fraktionen und prompt begegnet uns auch gleich jemand. Hier auf der rechten Seite schimmert es grünlich. Da ist eine andere Fraktion. Gehen wir doch mal gucken, wen es sich handelt. Na, diese Nebenfraktion ist es nicht. Aber. Es dauert immer noch eine weitere Runde. Und da kommt uns auch noch der Winter dazwischen. Er bremst uns ein bisschen aus in der Fortbewegung. Aber wir werden trotzdem jetzt hinkommen, denke ich mal. Wollen wir mal schauen, wen wir hier kennenlernen. In dieser bitteren Kälte, in der wir frösteln. Da finden wir auch nur noch einen Sichtschutz. Das ist jetzt irgendwie sehr symptomatisch. Wir sind echt ein bisschen vom Pech verfolgt hier bei den Bemühungen, euch das hier vorzustellen. Aber wir werden das sicher gleich schaffen. Ich hoffe, ihr friert nicht. Seid warm angezogen. Winter ist eine gefährliche Jahreszeit. Vor allem, wenn man ein Video im September dann veröffentlicht und noch in der Wärme des Sommers suhlt, den man gerade erlebt hat. Dann rechnet man nicht damit. Hier stellen wir in unserer Stadt in dieser neuen Partie ja verschiedene neue Einheiten ein, die bewachen sollen. Und ziehen hier jetzt weiter vor. Ziehen wir hier um diesen Sichtschutz herum, dieses undurchdringliche Gebirge, und sehen hier gleich auch, da ist der erste Bezirk einer Stadt, die gleich in unsere Sichtweite reingerät. Also dadurch, dass es schon ein Bezirk ist, können wir vielleicht schon draufklicken. Da unten ist da sogar noch ein Gegner gleich. Mal schauen, ich mach's mal spannend. Ich klicke nochmal eine Runde weiter, denn ich würde die Stadt gerne schon richtig sehen. Allein aus atmosphärischen Gründen bereits. So, jetzt sind wir hier mit Held und Assassinen, gehen eins in die Nähe und haben die Nekrophagen entdeckt. Karandar, und können euch damit auch ein paar neue Features zeigen. Ja, wir sehen als allererstes dieses schöne durchgestrichene Auge, was sagt, wie sicher ist diese Stadt für uns. 20%. Anscheinend nicht so sicher. Daneben gibt es jetzt einen neuen Button namens Infiltrieren. Kostet uns allerdings 10 Einflusspunkte. Die haben wir, 25 haben wir auf der hohen Kante. Woher kommt dieser Sicherheitswert? Warum ist der unterschiedlich je nach Stadt? Was spielt da eine Rolle? Also natürlich gibt es Rassenfertigkeiten, die Sicherheit erhöhen oder erniedrigen. Aber der Hauptfaktor für die Grundbedürfnisse einer Stadt, Sicherheit zu haben oder nicht, ist die Zufriedenheit in der Stadt. Besonders zufriedene Städte sind sicherer als sehr unzufriedene Städte, wo wir leichter Spione für uns überzeugen können. Klicken wir mal auf Infiltrieren. Du kannst diese Stadt mit einem Spion infiltrieren. Ist das dann, kommt dieser Spion dann aus dieser Armee heraus, oder ist das ein virtueller Spion, der quasi von unserem Reich zur Verfügung gestellt wird? Jeder Held kann inzwischen als Spion benutzt werden. Statt nur als Gouverneur oder Anführer einer Armee zu gelten, kann er auch Spionage betreiben. Und die Helden unserer Fraktion sind mit Abstand die besten natürlichen Spione, die am schnellsten Dienstalter anhäufen. Spionage 4, wie es hier so schön steht, wenn du auf den Held gegangen bist. Das ist eine ganz schön starke Fähigkeit. Bringt plus 10 Infiltrationspunkte pro Zug. Und kann halt als Spion eingesetzt werden. Ja. Wir klicken auf Infiltrieren bei aktivierter Einheit hier. Ob die Einheit aktiviert ist oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Du kannst dann einen Held aus der ganzen Gruppe zuweisen. Wir nehmen den hier, wählen ihn aus. Jetzt verschwindet er aus der Armee, die hier herangedackelt kam. Und ist nun hier als Spion eingesetzt. Und ähnlich wie bei den eigenen Städten, wo man am Stadtbildschirm anzeigen kann, absehen kann, ob da ein Held als Gouverneur tätig ist, sieht man ihn hier in dieser fremden Stadt als Spion arbeiten. Genau, du kannst jetzt mal auf die Stadt klicken.
Hoppla, da ist sie ja. Wir spionieren die Stadt Krandar aus und finden einiges hier schon. Wir können sehen, welche Bürger hier wo arbeiten, welche Berufe sie ausüben. Wir können gucken, was die KI hier als Bauprojekte eingestellt hat in der Stadt. Und können auch uns anschauen, was an Einheiten doch stationiert ist, wie viele Milizeinheiten beispielsweise, wie stark die anderen Garnisonstruppen sind und so weiter. Wir können sogar sehen, ob Dörfer in dieser Region sind, wenn ja, wie viele, welche Art und ob sie befriedet sind oder nicht. Alles hier oben, wir können anschauen, die Zufriedenheitsanzeige, ob es den Leuten gut geht, Handelsrouten, ob die hier laufen. Wir können eigentlich all das auch ansehen, uns anschauen, was auch in den eigenen Stadtbildschirmen angegeben wird. Das ist wirklich verdammt viel. Genau, das ist für uns quasi die Informationsquelle schlechthin in diesem Add-on, um zu sagen, das Ding ist reif für eine Invasion. Wenn wir jetzt mit dem Spion die Stadt wieder verlassen, verschwinden diese Angaben dann automatisch wieder komplett? Und wie kann man den überhaupt abziehen? Nun, du kannst ihm irgendwas anderes zuweisen, wie jeden Helden auch, nach einer gewissen inaktiven Zeit. Das Interessantere ist jetzt allerdings, was du noch alles in dieser Stadt machen kannst, wenn du ihn ein wenig da drin, sagen wir mal, arbeiten lässt. Das heißt, wir klicken jetzt nochmal ein paar Runden weiter, damit noch andere... Ich würde aber erstmal mit deiner anderen Einheit gucken, dass du nochmal die Region ein wenig weiter erforscht, ob die irgendwo einen Ressourcenextraktor gebaut haben. Ziehen wir da mal hin, weil ihr merkt schon... Da kommt gleich noch mit dem hier würde ich nach unten ziehen. Da kannst du ja beim anderen gucken. Achso, du meinst mit der Einheit hier. Ja. Alles klar. Ja. Ich würde schon so viel möglich erforschen, um unsere Chancen zu erhöhen bei unserem Pech, dass wir irgendwas Interessantes finden. Nosferatiel, ihr merkt das, der fragt deshalb um noch mehr Aufklärung, weil er etwas Böses im Schilde führt. Und ich tippe mal darauf, dass er an ein Feature denkt, das vorne mit Sabo anfängt und hinten mit Tage aufhört. Nein, es fängt mit P an und hört mit N auf. Oh, ich ahne etwas. Könnte es sein, dass es sich hier um das Plündern handelt? Genau, das ist gerade das, was mir vorschwebt. Ich würde mich allerdings mit der KI mir ein wenig, lass es einfach, in Acht nehmen, weil die unter Umständen, sagen wir mal, Schmuck angezogen haben könnte, der dazu führt, dass sie unsichtbare Einheiten sehen können. Das heißt, eventuell tragen die ein Artefakt, was hilft bei der? Ist das dann Gegenspionage oder ist es einfach nur Aufdecken von Tarnen und Täuschung? Kommt drauf an, wie du es bezeichnen möchtest. Gegenspionage besteht eigentlich eher darin, dass du in einer Stadt dann sagst, wir erhöhen jetzt kurzfristig die Sicherheit und geben dafür die Hälfte der Stadtproduktion auf für ein paar Runden. Ja, verstehe. Ja, mit dem solltest du nach unten ziehen, weil da orange ist. Der macht einen kleinen Bogen um diesen Wald herum, damit er sich schneller bewegen kann. Können wir hier schon irgendwas etwas machen in der Stadt? Noch nicht, ne? Du kannst ja mal ins Spionagemenü gucken. Das ist das ganz oben rechts in der normalen Menüleiste. Mit dem Auge. Ganz oben links hast du doch die ganzen Menüs von F1 bis XX. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Alles klar. Oh, viele, viele, viele Möglichkeiten, die es hier gibt. Hier sind die aktiven Spione aufgelistet. Das ist natürlich derzeit nur einer. Wir können uns die Stadt anzeigen lassen und wir sehen hier verschiedene Infiltrationsstufen. Und die hängen davon ab, wie lange der sich in dieser Stadt befindet. Und wir sehen auch, nächste Stufe ist erreicht in zwei Zügen. Und dann gibt es einen Dienstzeitbonus und der schaltet uns dann weitere Aktionen frei. Und dann müssen wir dafür ein bisschen Einfluss geltend machen, aber du kannst ja einfach mal durch die ganzen Aktionen durchgehen, die man so alle machen kann. Es geht von Sicht reduzieren bis wirklich Gegenspionage betreiben, also einen Spion aufzudecken, du kannst die Moral der Stadt vernichten, du kannst dir Sicht erschleichen, du kannst deine Diplomatiekosten bei der Stadt reduzieren, du kannst also sogar positive Sachen mit dieser Stadt bauen, um vielleicht in Zukunft diplomatisch besser dazustehen, Technologien stehlen können nur die Einheiten der Vergessenen, oder besser gesagt die Spione der Vergessenen, kannst die Bevölkerung reduzieren, du kannst die Stadt mit ihrer Verteidigungskraft mit einem kleinen Loch in der Stadtmauer vernichten, du kannst die Industrieproduktion runterfahren, das ist das, was du Sabotage nennst, oder du kannst schlichtweg einfach mal die Gouverneur meucheln. Das sind die Meuchelmorde, die jetzt hier möglich sind?
Ja, du kannst also den Statthalter angreifen und der hat dann halt deutlich weniger Leben, als er normalerweise hätte. Und wenn du die Stadt einnehmen willst, ist er also weniger problematisch. Frage, wie kommt die künstliche Intelligenz mit all diesen Features zurecht? Ich denke da, wenn ich jetzt zum Beispiel das Vorurteil äußere, das ist ein Feature, was vor allem im Multiplayer-Modus den meisten Spaß entfaltet, weil man da mit Gegnern zu tun hat, die auch menschlich sind, die das alles auch raffiniert einsetzen können. Wäre das dann ein berechtigtes Vorurteil? Das ist ein halbwegs berechtigtes Vorurteil. Sicherlich, die KI ist nicht ganz so, sagen wir mal, gut darin, paranoid zu sein oder Spione einzusetzen. Sie ist aber dennoch teilweise so paranoid gewesen, wenn man die KI getuned hat, dass sie einfach nur noch angefangen hat, ihre Städte andauernd nach Spionen zu durchsuchen. Inzwischen macht sie das nur noch, wenn sie einen berechtigten Verdacht hat, was hin und wieder auch mal daneben geht. Also auch die KI ist darauf eingestellt, dass sie hin und wieder mal aus Versehen annimmt, es wäre ein Spion da, wo gar keiner ist. Dass man, erwartet man letztendlich auch, was ich aus eigener Erfahrung weiß, von menschlichen Spielern. Und nur wenn ein Spion fehlschlägt, weiß man, welche Fraktion dieser Spion hatte. Das heißt, es kann dann plötzlich passieren, dass dann eine Meldung kommt, oh mein Gott, wir haben so und so viele Bevölkerungsanteile in unserer Stadt verloren und du hast keine Ahnung, wer es angestellt hat. So oder so, ob es jetzt ein KI-Spieler ist oder ein menschlicher Spieler, musst du dir dann jetzt vorstellen, verdammt, wer war das? Und dieser Effekt bleibt. Liebe Zuschauer, das war unser kurzer, schneller Blick auf Shadows, auf das neue Add-on von Atlas Legend. Wir haben nicht alles im Detail gezeigt, aber wir haben euch einen Abriss gezeigt der wichtigsten Features und vor allem von dieser spannenden neuen Fraktion, die es hier im Spiel gibt. Nosferatiel ist sogenannter VIP-Fan bei Amplitude, bei den Entwicklern. Das ist ein kleiner Kreis von Fans aus aller Welt, die dort in einem exklusiven kleinen Forum versammelt sind, direkten Kontakt haben mit den Entwicklern und den Feedback geben, Vorabversionen spielen können und ähnliches. Falls ihr noch mehr Infos haben wollt über Atlas Legend, könnt ihr euch sehr gerne, seid ihr herzlich so eingeladen, uns euch unser Let's Play Together anschauen und anhören, dass wir mit den Kultisten spielen, mit einer Fraktion, die Nosferatiel sich selbst ausgedacht und den Entwicklern vorgeschlagen hatte. Laufen schon viele, viele Folgen von. Link darauf findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos. Und ansonsten viel Spaß mit Shadows, falls ihr euch das Add-on kaufen wollt. Und ansonsten vielleicht stattdessen ersatzweise, ergänzungsweise viel Spaß mit unserem Let's Play Together. Und danke an Nosferatiel, dass du hier mitgemacht hast. Ja, dann kann ich auch gleich nochmal kurz ergänzen, damit die Leute wenigstens wissen, was es ist. Es gibt auch noch Plündern. Man kann jetzt einfach mit einer Armee, vor allem schön mit unsichtbaren Armeen, neben einem Extraktor, einem Wachturm oder einem gegnerisch befriedeten Dorf stehen und dieses langsam abreißen. Wenn es dann komplett abgerissen ist, kriegt man einen schönen kleinen Ressourcenbonus und vor allem mit unsichtbaren Armeen, die der Gegner einfach nicht aufhalten kann, ist es immer ein hervorragender Spaß, ihn damit zu ärgern. Das war unser kleines PS. Bis bald, macht's gut, tschüss. Ciao.